Gehören diese Bilder vielleicht bald der Vergangenheit an? Robbie Williams denkt nämlich offenbar schon jetzt an ein Ende seiner Bühnenkarriere. Der Grund dafür sind Rückenschmerzen. Mein Körper ist kaputt, mein Rücken ist im Eimer, meine Knie auch. Das sagte Robbie jetzt der Zeitschrift Bunte. Immerhin, etwas Zeit gibt er sich und seinen Fans noch. Wenn er seine Shows weiter so mache wie bisher, habe er nur noch 10 weitere Jahre. Also wolle er die weise und produktiv nutzen. Schließlich mache ihm sein Musikerleben gerade wieder richtig Spaß. Das liege auch an den Reaktionen seines Publikums. Die Menschen mögen ihn einfach, glaubt Robbie. Zurzeit promotet er sein neues Album, Swing Both Ways heißt es. Pünktlich zur Weihnachtszeit gibt's mal wieder Coversongs und Duette im Swing-Stil. Mit dabei unter anderem Lily Allen, Michael Bublé und Kelly Clarkson. Mitte November soll die Platte erscheinen.